durch das Grau in Grau und Braun in Braun zurückfinden. Aber da ging es nicht zufällig irgendwie lang. Nee. Und auf die andere Seite. Also ich muss ja da sowieso irgendwie runter. Da komme ich ja sowieso nirgendwo rauf. Hallo Frosch. Ich müsste ja hier wieder rauf. Nicht hier. Aha. Hier lang. Und da lang. So, und jetzt tauchen, oder? Genau, durch dieses kleine Schlitzchen. Und die Tauchen ist gar nicht schlecht gemacht. Ja, das ist der Wasserfall, da bringt er wieder alles zum Gatzen. Das sind zu viele Partikel wahrscheinlich. Was ist eigentlich das hier? Schädelhöhle. So, jetzt muss ich irgendwie wieder nach oben. Und versuchen, in den Tempel zu kommen. Mal reinlassen wollten sie mich ja nicht. Warum stehen die Skelette da? Ach, damit es nicht so langweilig aussieht. Scheiße, sie geht nach! Sie ist weggebröckelt! Sie war nur angeklebt! Ich weiß nicht, es ist doch normalerweise verwitterter Stein. Der kann nicht abbröckeln. Das ist komplett massiver Fels, durch und durch. Von der Seite bis zur anderen Seite.
Und da ist er halt ein bisschen verwittert durch. Ich weiß nicht. Aber egal. Ist der Dramaturgie geschuldet. Ist ein Spiel. Hat mit Realität nur bedingt was zu tun. Scheiße! Jetzt hab ich immer Scheiße gesagt. Nicht nur Lara. Wenn Lara Scheiße sagt, darf ich auch Scheiße sagen. Da war ich doch grad. Warum muss ich jetzt eigentlich nochmal den ganzen schwierigen Part machen? Kann mir das mal erklären? Eigentlich war ich froh, das geschafft zu haben, weil der ist wirklich nicht einfach. Was soll ich mit den Skeletten machen? Vielleicht muss ich schräg nach oben links oder so. Ich soll dieses Skelett da runterknallen. Dafür gibt es dann irgendwie was. Schubs. Okay. Noch ein Skelett. Na, Scheiße, sie geht noch! Gibt jedes Mal nach. Wenn jedes Mal so neu da. Und jetzt drücke ich mal nach oben links, oder? Oder erst nach rechts, links und dann nach oben. Ja, das hat was gebracht. Man kann, kann seinen Flug beeinflussen. Was totaler Blödsinn ist. Aber das ist ja nicht die Realität. So, und dann hopp. Das war nix. Dann, ja, wo muss ich dann lang? Mich abseilen. Ah ja, mich abseilen und dann da hoch. Ja. Okay. Okay, dran, Doppelsprung und dann X. Dann hoch. Da will ich ja hin. Was haben wir hier? Ah, hier gibt es noch mal was. Ein Haken. Und wo komme ich dann hin? Thank you.
Nein, man springt nicht mit Y nach oben, sondern mit A. Immer springen ist immer mit A. Warum ist jetzt eigentlich der Sound auf einmal so viel lauter? Jetzt. Manchmal ist es zu laut, manchmal zu leise. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Kossau-Kittel auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Nein, ich soll in die Richtung, nicht in die. Ich guck noch mal kurz, ob hier oben. Entweder das ist der Ausgang oder hier gibt es noch mal extra was. Kleinigkeit. Warte mal. Puh. Keine Ahnung. Komme ich da denn wieder zurück? Eigentlich schon. Okay, dann machen wir jetzt erstmal die Krypta und dann geht's da weiter. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Man weiß nie, ob man da hin soll oder nicht hin soll. Obwohl, das macht ja den Reiz aus. Wenn es immer total klar wäre, wäre ja auch ein bisschen langweilig. Jetzt gehen wir in die Krypta, dann gehen wir wieder raus und dann gehen wir immer noch zu dem, ich nenne es mal Hauptquest, weitermachen. In den Tempel eindringen. Vorsicht, hier riecht es nach Falle. Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt. Macht nix. Wir springen da an die Wand und dann seilen wir uns ab. Hab ich bis fast im Boden gekommen. Das ist verschüttet. Gibt es irgendwie was? Da kommen wir ja wahrscheinlich nicht hin. Ja, auf dem Rückweg. Da könnte ich hoch? Nein. Muss ich wohl hier durch? Auch nicht. Und dann da rein. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Sieht mir aber gemauert aus, Lara. Aber wenn du das hast. Also für mich sieht das gemauert aus. Aber du bist die Expertin, Lara. Wenn du das sagst, dass das durch einen natürlichen Fluss entstanden ist, dann wird das wohl so sein. Was geleuchtet. Nichts Wichtiges.
eine Schnitzerei. Ja, die wollen wir natürlich haben. Sonst hättest du mir nicht gesagt, dass da oben eine ist. Wollen wir wieder drauf kommen. Okay, wieder nach oben links gedrückt. Nee. Ich will da weiter und dann will ich einen Überhang. Da ist doch nichts, Lara. Nicht weiter nach rechts. Was hat sie denn? Ist da eine Kante? Das könnte eine Kante sein hier. Tja, sieht man leider nicht. In den anderen Teilen konnte man einfach die rechte Taste drücken. Dann hat es geleuchtet, was anspringbar war. Aber nee, das haben sie einen jetzt irgendwie gestrichen. Das ist irgendwie ein Frusterlebnis nach dem anderen. Warum haben sie das bloß gemacht? Und deswegen hat sich der dritte Teil wahrscheinlich nicht verkauft und da haben sie keinen vierten mehr gemacht. Ich glaube schon, dass der sich verkauft hat. Also hier, es sieht doch aus, da wie so eine Kante da rechts, oder? Sieht das aus wie eine Kante, an die man ranspringen kann? Schon, ne? Und das da oben sieht aus wie ein Über... Jetzt geht's auch ganz hoch. Was soll die Scheiße? Ich habe alles probiert, damit du da hochgehst. Und du hast es nicht gemacht. Und jetzt geht's. Ach, das ist wie vorhin mit dem Pfeil. Schieße ich wie ein Blödmann? Immer wieder? Von der richtigen Stelle? Oh, er schießt nicht. Ich soll mich hier irgendwo abseilen, dann seile ich mich doch ab. Ja, ich würde da mal zuschauen, bis ich ertrinke. Vielleicht kommt das Wasser. Hat sie nicht die Schnitzerei gesehen? Scheinbar steigt es nicht höher, das Wasser. Da oben ist dann die Schnitzerei. Ich habe die Schnitzerei noch nicht gesehen. Ach, vielleicht ist die nicht zum Einsammeln. Vielleicht war das kein Kultobjekt. Kein Artefakt, sondern es war einfach nur eine Schnitzerei. So wie das hier. Vielleicht auch eine Schnitzerei. Aber man kann es irgendwie nicht. Ach, guck mal, da ist der Sarkophag. Den wollen wir doch immer haben. Eine uralte Weste. Über Tode spricht man nicht. Die Geheimnisse der vier alten Krypten in Paititi enthüllt. Eins. Es gibt also noch drei Krypten. Und hier haben wir eine Goldszene da oben. Nicht mit dem Gold sparen.
Quarzen geleuchtet. Es war eigentlich, glaube ich, nur einfach Gold. Ja, Gold. Das Gold hat so geleuchtet. So. Und jetzt kann ich hier rüber schwimmen und dann da bestimmt hoch. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Na, da komme ich nicht hoch. Komme ich überhaupt wieder raus? Also hier komme ich nicht raus. Da komme ich auch nicht raus. Kann ich hier mich? Okay. Da will ich hin. Oder will ich da hin? Da komme ich nicht weiter hoch. Ich will da hin. Dann sieh mal zu, dass du da durchgeschwungen kommst. Ja, passt doch. Oder? Tja, das ist jetzt die Scheiße an dem Spiel, weil die Steuerung so auf schwer gemacht haben. Soll das eine Herausforderung sein, da auf den Millimeter genau reinzutreffen?